Tommy, son, have I got a surprise for you? I'm down at recording studios with some major artists. Why don't you pay us a visit? You know it makes sense, don't ya? See you later. See you later. Und damit, hi, ich bin Kalle. Und das hier ist mein Zweitkanal, Kalle Kuschinski. Und wir spielen hier GTA Vice City. Und ja, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, mal wieder. Und ja, ich habe jetzt hier die letzte Woche so dieses Projekt gestartet, habe hier so einige Dinge. Tommy, remember me? Hello, Sonny. That's right, Sonny. We're all friends. You never write me, you never call. Don't you want to be friends no more? I've been busy trying to sort things out. You didn't give me a lot of support down here, Sonny. Oh, my fault, is it? Well, I've heard you've been busy, all right. Busy killing drug barons, busy taking over. Don't forget about us, Tommy. Because I can assure you, I ain't forgotten about you. Ja, Sonny, danke. Ja, ich freue mich natürlich über die Kommentare, die ihr mir schreibt. Und das Feedback zur letzten Folge war auch wieder in die Richtung, hey, danke, dass du das alles erzählst. Und ja, wir würden gerne deine Story holen. Das Video wird kommen. Holen vor allem. Hören ist noch sehr früh. Ich bin hier 10.35 Uhr gerade im Büro, weil wir gleich noch einen längeren Stream of Summoners Inn haben. Und ja, ich muss sagen, ich habe mir das vorher natürlich gut überlegt. Also als ich diesen Zweitkanal gemacht habe, habe ich mir natürlich auch was dabei gedacht, dass ich das angeboten habe, hier Dinge über mich zu erzählen und dass ich hier auch so ein bisschen... Oh, we gotta redecorate this place. We gotta make it look older. I can't stand this look. Tommy, what do you say? What do you say we put a bar in the... You're my lawyer, Rosenberg, not my interior decorator. Got it? Listen to me. The time to take over this town is now. It's all out there waiting for us. We need to start seizing territory and let Vice City know we're the new players in town. You know what I'm saying? What you need is a legitimate front, Tommy. Real estate. It's never done me no harm. We need to start using some muscle, or we can kiss all that hard work goodbye. Local business know Diaz is dead, and they're refusing to pay protection. Oh, we could try bribery. Bribery? Screw bribery. I'll show you how to make them scared. I'll be back here in 5 minutes. So, jetzt muss ich in dieses Einkaufszentrum rumballern. Jetzt habe ich auch so coole Leute, die für mich kämpfen. Und die haben jetzt meine Hemden an und nicht mehr die von Diaz, Alter. Ja, Leute haben sich gefragt, warum ich denn hier sowas erzähle überhaupt. Also generell ist das Feedback da sehr positiv. Die Leute sagen so, hey, ist doch schön, mal was über dich zu erfahren. Andere haben dann aber auch geschrieben, und zwar haben sie eher privat geschrieben, entweder auf Twitter oder auf Instagram, dass ich so ein bisschen vorsichtig sein soll. Und deswegen meinte ich eben, ich habe mir schon was dabei gedacht, dass ich die Dinge über mich erzähle. Und ich werde natürlich auch aufpassen, in welcher Form ich das erzähle. Trotzdem ist es für mich auf jeden Fall interessant zu sehen, wie Leute auf meine Erlebnisse reagieren. Das zum einen. Zum zweiten ist es für mich auch interessant, meine Erfahrungen zu teilen. Und vielleicht gibt es sogar Leute darunter oder unter euch, die das hier sehen und sich so denken, ich fühle mich genauso, aber vielleicht gibt es ja einen Weg, wie ich damit umgehen kann. Das ist für mich so quasi der Clou an der ganzen Geschichte. Also, ich rede sehr gerne darüber. Ja, alles, was so in meinem Leben bisher passiert ist, ist auf jeden Fall Teil meines Lebens, sage ich jetzt mal. Und generell, ich werde jetzt hier keine große Emo-Rede halten oder so. Verpiss dich. Es geht einfach nur darum, dass Dinge, die im Leben passieren, immer prägsam sind. Und die wenigsten Dinge vergisst du tatsächlich. Und my livelihood destroyed. Destroyed, Alter. Vercetti, remember the name. Ja, ja. Tommy Vercetti, Alter. Ihr habt mir auch so ein paar Tipps noch wegen des Fadenkreuzes gegeben. Und achso, weil ich jetzt hier die Dinge noch nicht installiert habe, bitte nicht böse sein. Ich hatte einfach keine Zeit. Aber ich wollte jetzt die Folgen auch nicht ausfallen lassen. Also wenn so technische Dinge dauern meistens ein bisschen länger. Kann ich das hier nicht kaputt machen? Oh, ihr neues Freizeitoutfit. Saubere Klamotten. Richtig geil. Achso, ich muss ein bisschen länger draufballern, ne? Einfach ein bisschen länger draufballern. Also seid euch einfach sicher, dass die Dinge, die ich erzähle, dass ich da mir bewusst bin, dass es Leute geben könnte, die das so ein bisschen ausnutzen könnten vielleicht, aber ich sage hier wahrscheinlich wenig, mit dem ich mich angreifbar mache oder Dinge, die, wo ich nicht hinterstehe, weil ich sie erlebt habe oder sonstiges. Weil wie gesagt, ich finde, man, verpiss dich jetzt. Aber er hat auch schon keinen Bock mehr auf mich.
Der ist gut. Kann ich hier nochmal changen? Ihre. Das ist ja Cheating, ey. My store! My wonderful store! My store! My wonderful store, Alter! Ehre, 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 my ass! ja, manchmal. Manchmal sage ich Dinge, die keinen Sinn ergeben. Ja, und deswegen, ich bin noch ein bisschen müde, sorry. Deswegen ist es auch gar kein Problem für mich, über diese ganzen Dinge hier zu sprechen, so viel Privates von mir preiszugeben, weil das war mitunter für mich auch, und deswegen habe ich ja auch immer gesagt, ich würde gerne ein bisschen persönlicher werden, ein Grund, warum ich diesen Kanal geöffnet habe. Ich möchte Geschichten von mir erzählen, weil ich glaube, dass ich interessante Dinge erlebt habe. Und vor allem möchte ich vielleicht auch so eine Art Hilfestellung sein für manche Leute, die sich dann einfach mal in einer schwierigen Situation befinden. Also ich will jetzt hier keine Seelsorge machen oder sonstiges, überhaupt nicht. Das habe ich übrigens noch nicht einmal getroffen. Was ich aber machen möchte, ist einfach meine Erfahrungen teilen und darüber sprechen, was ich erlebt habe. Und ja, vielleicht kann jemand damit was anfangen, vielleicht kann jemand das relaten. Aber vielleicht hört jemand doch einfach nur zu. Viele schreiben ja auch, Mensch, das macht so Spaß, bei dir zuzuhören. Manche schreiben aber auch, das Spiel ist mir eigentlich scheißegal. Die treffen mich alle nicht, das finde ich richtig witzig. Muss mich ein bisschen beeilen, dass ich die Dinger da hinten zerstöre. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt noch zurückfahren muss. Ich glaube, ich habe ziemlich lange gebraucht. Ich glaube, ich habe ziemlich lange gebraucht für die Mission. Okay. Sehr gut. 5 Sterne. Achso, jetzt kann ich Sachen kaufen. Ehre. Und da gibt es immer so Missionen dazu. Die Malibu-Missionen sind richtig nice. Das ist nämlich so ein Banküberfall. Spoiler doch nicht! Ja, Leute, das Spiel ist 20.000 Jahre alt. Wisst ihr doch alle. Ja. Ja, und deswegen werde ich da auch gerne weitermachen. Es gibt aber, wie gesagt, auch immer noch die Möglichkeit für euch, mir Fragen zu stellen. Und auch bestimmte Dinge einfach mal nachzufragen. Und ich kann auch mal so eine Sammelfolge machen, wo ich dann viele kleinere Fragen beantworte. Und auf viele kleinere Kommentare, sag ich jetzt einfach mal, eingehe, weil das sich auch gewünscht wurde an einigen Stellen. Und das kann ich mir durchaus vorstellen. Wie gesagt, wir können das in dieser Form auch gerne zusammengestalten. Dieses Video, was ich aber noch erwähnt hatte, wo ich so ein bisschen über meine wirkliche, ja, schwierige Zeit spreche, das werde ich wahrscheinlich separat machen und nicht mit einem Gameplay hinterlegen. Give you some advice. Hey Avery, what's eating you? There's a lot of opportunity in this town if you own the right real estate. You catch my drift? I reckon so. All I'm saying is keep your eyes open and you might find the perfect business opportunity. I'll catch you later. Later, Avery. Das war eigentlich damals schon richtig nice, dass man, oder muss man hier die Missions gar nicht machen? Ich weiß es gar nicht. Muss man die Missions machen? Ich bin gerade ein bisschen unverunsichert. Jedenfalls kann man sich hier so coole Businesses kaufen. Man kann sich... Doch, man muss das machen. Ich könnte mir jetzt ein Filmstudio kaufen, glaube ich. Ich könnte mir... Was kann man denn noch alles kaufen? Diesen Eisladen kann ich mir kaufen. Ich glaube, bei manchen musste man Missionen machen und bei manchen nicht, oder? Weil bei diesem Eisladen, weiß ich gar nicht. Ich bin mir gerade echt unsicher, aber ich werde es ja rausfinden. Hier vorne müsste eigentlich das Filmstudio sein. Irgendwo. Achso, ich muss über die Brücke fahren. Hier über die Brücke. Komm ich hier hoch? Komm ich hier hoch, Alter? Oh, ich sehe die Brücke ja noch gar nicht. Gut. So viel dazu. Jetzt ein bisschen, ne, nochmal so ein bisschen drauf eingegangen, was ihr so als Feedback gegeben habt. Also macht euch keine Sorgen, ich erzähle hier nichts von dem oder von Dingen, die sich nicht lohnen, sage ich jetzt mal, zu erzählen, beziehungsweise die mich in Schwierigkeiten bringen könnten oder sonstiges. Also, oder wo ich das Gefühl habe, Zuschauer, die mich gar nicht mögen, könnten einfach jetzt danach suchen, was zu finden, womit sie mir das Leben schwer machen können oder sonstiges. Muss sowieso sagen, es gibt sehr wenig Leute, die kommentieren, dass ich doof bin. Okay, ich kann das hier tatsächlich... Oder doch, ich kann das kaufen, aber das wird nicht angezeigt. Was kostet das hier nochmal? Ich weiß es gar nicht. Filmstudio? Yo, why you all up on me? 60.000. Komm, wir kaufen mal das Filmstudio. Ehre. Wir haben es ja gerade. Ich glaube, der Malibu Club kostet 120.000. So, jetzt haben wir hier eingekauft. Hier kann ich speichern. Oh, und jetzt gibt's hier dieses Porno-Ding, ne? Scheiße. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob ich das auf... YouTube?
Bitte lösch mich nicht. Bitte. Action. Whoa. Now that's big. 12 inches. That is regulation, baby. Cut! Who is this idiot? You! You! Why are you in my space? Why? What is all this crap? Aliens! Hey, baby, fishing poles! Who's ever seen a shark that big? All this stuff's gotta go! Why'd you get in this business, you prick? Huh? For the pussy. That's why. What is this? This is my art. Security! Look, you pompous asshole. I own you now. I own all of this. We're gonna turn this place around. I'm gonna make you rich. You're Tommy Vassetti, but I thought that you were... That's right. We're gonna be making some changes around here and start making some real money. Actually, have you ever thought about, But first, we're gonna need some good-looking bras. Yeah, girls are fine, but you... Wow. What's that guy think this is? Some free art crap? Jeez, like anyone ever watched movies about fish? Also, ich muss sagen, wenn ich das jetzt alles nochmal... relive, also diese ganzen Szenen nochmal neu erlebe, muss ich schon sagen, die Dialoge sind arschwitzig, aber auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also, ich meine, er kommt so rein und sagt so, yo, das gehört jetzt alles mir. Und der andere hinterfragt es gar nicht oder so. Also, ist sehr low-key Unterhaltungs... Also, es sind sehr low-key Dialoge, das finde ich auf jeden Fall irgendwie sehr witzig. Ja. Genau, jetzt habe ich erklärt, warum ich das alles erzähle. Jetzt habe ich erklärt, warum ich hier so viel quatsche und warum ich so viel schnatter. Und jetzt ist natürlich die Frage, womit geht es jetzt weiter? Denn, wie ich schon erwähnt habe, die Geschichte mit diesem Auszug von zu Hause und sowas, das wird auf jeden Fall noch kommen. Aber dann, wie gesagt, in einem anderen Video. Deswegen kann ich jetzt nochmal so ein bisschen vielleicht so schwelgen. Und zwar in Erinnerung. Ich meine, hier GTA Vice City war immer ein ziemlich nices Game für mich. Hatte ich schon mehrmals erwähnt. Wo muss ich hier hin? Ich bin gerade maximal verwirrt, deswegen habe ich hier auch gerade nichts geschissen. Ich will mal eben eine Weste. Was ich auf jeden Fall immer sehr cool fand, ist, dass ich GTA Vice City sehr viel auch über diese Dialoge und sowas getragen hat. Also das haben ja auch viele von euch bemerkt, dass die Dialoge hier immer sehr witzig waren oder sehr wichtig auch so für das Verständnis. Und das war für viele auch, glaube ich, so der Grund, GTA zu mögen. Also es gibt, glaube ich, zwei Arten von GTA-Spielern. Es gibt die GTA-Spieler, oder mittlerweile gibt es, glaube ich, drei Arten von GTA-Spielern. Es gibt die Art von GTA-Spielern, die tatsächlich nur die Story spielen und einfach nur mitbekommen wollen, wie geht's weiter, wie ist der Verlauf der Dinge, gibt es da irgendwie Parallelen zu anderen Titeln und die das ziemlich penibel verfolgen und auch ziemlich penibel sich das Ganze angucken, vielleicht so ein bisschen auch in Fandom rumkramen und Fanfiction und hast du nicht gesehen und irgendwelchen Theorien, die da aufgestellt werden oder weiß der Geier. Und dann gibt es die 100% Leute, da gibt es die Leute, die einfach 100% aller Achievements haben wollen und am Ende des Tages 100% Fortschritt haben wollen. Weil ich glaube so, dass dieses 100% in dem Spiel erreichen, ist so die erste Form von Achievements gewesen. Oh, hier ist Candy Sucks, Alter. Yo, Candy, I'm looking for movie talent. You interested? Sure, but you'd have to talk to my agent. The hell are you doing? You should have stayed at home today. Can you believe this asshole? Alter, der ist mir in die Flinte gelaufen. Ey, sorry, aber das geht doch nicht. Yo, Candy, Alter. Wir haben jetzt zwar ein beschissenes Auto. Oh, Bruder. Ring. Was soll ich denn machen? Ich hab nicht gelesen. Was soll ich machen? Ich dachte, ich muss sie mitnehmen. Wait a second. Jetzt habe ich nicht gelesen. Wenn ich jetzt Tab drücke, dann habe ich wieder das Mausproblem. Scheiße, Arsch. Ich dachte, ich muss die doch jetzt einfach nur mitnehmen, oder nicht? Oder... Ach so, nee, warte mal. Ich muss da irgendwo hinfahren, Dinge tun und dann hole ich sie ab.
warte mal. Ich glaube, ich muss den töten. Das ist es. Ich mach den Agent weg. So ist es. Ja. Jetzt habe ich's. Okay. Ihr braucht den Kommentar gar nicht schreiben. Ihr braucht den nicht. Nein. Don't do it. Da hinten ist er gerade lang gefahren. Ehre. Ich werde den jetzt töten. Okay? So. Oh, die Klamotten da hinten sind auch immer schön. Ja, und man hat halt, wie gesagt, immer geschaut, ob es Parallelen gibt. Hä, seit wann sitzen da wieder Leute drin? Will ich mich verarschen? Scheiße, jetzt muss ich dann natürlich irgendwie an die Seite kommen. Ich hab so ein beschissenes Kackauto. Und ich bin einfach nicht schneller. Das ist echt ein Problem. Das ist echt ein Problem. Ich komm näher ran. Ich komm näher ran. Ich hätte schon oft über diesen Ken Rosenberg gesprochen. So. Ich weiß aber auch gar nicht. Also, ich finde eigentlich, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde, bei GTA Vice City hat jeder dieser Characters seinen eigenen Charme. So. Jeder. Also, Rockstar hat es sehr gut hinbekommen, die Character ziemlich krass für sich zu gestalten. So. Also, Tommy Vercetti, wie gesagt, so dieser Mafiosi-Typ, der da irgendwie so ein bisschen von den Familien verstoßen wurde. Dann hat man... Oh ja, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Dann hat man... In GTA 3 hatte man ja Claude. Aber da, also da fand ich total... Bei Claude hat man überhaupt keine Persönlichkeit gespürt. Und das lag mitunter auch daran, dass er einfach nicht geredet hat. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber GTA 3, der Claude... Ich meine, man hat auch so Leute wie Salvatore dann kennengelernt oder Catalina, die man dann später in GTA San Andreas noch kennenlernt. Aber irgendwie hat es mir so ein bisschen gefehlt, dass er redet. Aber das war bis dato auch noch gar nicht so vorhanden, weil die Protagonisten ja vorher auch nicht geredet haben. Aber wenn man jetzt so rückblickend drauf schaut, ich muss jetzt hier mal so ein Moped holen, weil sonst würde ich hier... Nein, ich hab kaputt. Oh, warte mal. Jungs, gib mir mal euer Auto. Ich brauch das mal eben. Alter, wie lange er da rumzappelt. Lass mich hier fahren. Jetzt haben wir natürlich ein Problem mit der Polizei. Oh, shit. Die Geschichte von Carl Johnson, also von CJ, die war auch ganz cool, muss ich sagen. Aber da war's, also das war schon dieses coole Gangster-Ding und wirklich auch mit, Es ist ja diese krasse Hommage an die Bloods and Crips in L.A. und sowas gewesen. Mit Ballers und mit Grove Street. Was ist denn schon wieder, Leute? Ach man, fick doch nicht mich! Oh. Das ist eine nervige Scheiße. Jetzt machen ruhig oder verpiss dich, Alter. Scheiße, jetzt hab ich aber richtig Stress. Oh. Eieieiei, jetzt hab ich aber ein Problem, jetzt haben wir ein Problem. Eieiei, aui, 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 aui. Gib mir bitte dein Auto her. Ich muss jetzt die Candy sacken. Ich glaube, ich geh mal eben reparieren hier, die Scheiße. Weil mit Bullerei am Arsch habe ich da gar keinen Bock drauf. Weil die ist schon da, ne? Ja komm, no risk, no fun. Oh shit. Hi. Nein! Töte sie nicht! Okay, okay, okay. Ja, wir gehen. Oh shit. Ich bin gleich am Burnen. Das Gute ist, hier kann man aus dem fahrenden Auto noch rausspringen, ohne sich zu töten. Glaube ich. Wie werde ich jetzt ihn von dem Ding bumsen? Scheiße. Der krasseste aller Characters in der GTA-History war für mich bis heute tatsächlich Trevor. Also Trevor ist ein richtiger Hurensohn. Aber irgendwie ist der mega geil. Also seine Attitude feiere ich ja mega. Wie der mit Leuten umgeht, ist unfassbar. Also da sind sie wirklich nochmal in Extremo gegangen, finde ich.
Ich bin sehr gespannt, was ein weiterer GTA-Teil dann mit sich zieht, weil es wurde schon immer so ein bisschen krasser. Nico Bellic war ja auch so dieser, in GTA 4, dieser krasse Dude, der tatsächlich auch aus dem Kriegsgebiet kam und beim Militär und sowas und ziemlich krass unterwegs war und auch ziemlich krasse Scheiße in GTA 4 erlebt hat. Mhm. Das war auch immer so belohnt, ne? Das gibt's heute gar nicht mehr. Heute musst du bei GTA immer aus so einer Zone rausfahren. Das ist, glaube ich, seit GTA 4 ist es, glaube ich, so. Ist auch logisch. Ja, hier hast du, egal, ne? Das ganze Land sucht dich. Du fährst in so eine Lackiererei und auf einmal so, Alter, wo ist denn der hin, ey? Ich prall gar nichts. So, das ist auf jeden Fall gut durchdacht. Ja, mittlerweile ist es ja ein bisschen anders, oder? Merkt schon, die Folge ist so ein bisschen durcheinander. Weil ich mir jetzt tatsächlich kein dediziertes Thema ausgesucht habe, deswegen wollte ich einfach mal so ein bisschen plaudern. Und muss auch zugeben, ich habe die Woche echt ein bisschen wenig geschlafen. Ich war lange wach nachts und habe unter anderem sehr viel WoW gespielt. Und ja, das war, hat natürlich auch mit reingespielt hier. Aber ich wollte die Folge nicht auslassen. Das heißt jetzt aber auch nicht... Come on, let's go. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt hier irgendwie alle zwei Folgen irgendwas Halbherziges hochladen will. Ich möchte euch nur daran erinnern, dass ich heute einfach nicht so fit bin. Und es sein kann, dass ich einfach ein bisschen Scheiße gelabert habe hier die Folge. Oder nicht zusammenhängendes, aber das kann durchaus mal passieren. Alter, liegt da immer noch. Das kann ja durchaus mal passieren, dass eine Folge nicht so ein krasses, übergeordnetes Thema hat. Deswegen wollte ich anfangs darauf eingehen. Ach, warum? Was erkläre ich das überhaupt? Ist doch scheißegal. Ja? Ihr guckt das ja sowieso, weil ihr hier irgendwas hören wollt, was mich interessiert oder was mich mal begleitet hat oder so. Das habe ich auf jeden Fall schon gecheckt, dafür danke ich euch, wie gesagt. Und mir macht es mega Spaß. Also ich muss jetzt mal so rückwirkend auf die letzten Folgen gesehen, mir macht es hier mega Spaß. Ich habe echt den Spaß meines Lebens in diesen Auffolgen. In diesen Folgen. Holen wir jetzt eine Pizza oder was? Also manche Missionen habe ich auch nicht mehr so ganz im Kopf. Holen schon wir echt eine Pizza ab. Hey Mercedes. Hey Tommy. You want a party? Not now, sweets. You interested in doing some movies? Of course, as long as it's cheap and sleazy. You're hired. Get in. LOL. Alter, wir sollten von dem Colonel, das habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Wir sollten von dem Colonel, den wir jetzt mit dem Boot da weggebracht haben, sollten wir auf die Tochter aufpassen. Und jetzt wird die gebumst, weil wir die in Pornos stecken. Mann, geh doch mal weg! Ja, gut. Weiß nicht, wie der Colonel das sieht. Das würde mich auch mal interessieren, was so mit einigen Charakteren, die man so trifft, dann passiert ist. Und die da das Ganze natürlich dann nach hinten hinaus auch überlebt haben. Denn ich muss sagen, manche Charakter haben mich schon immer interessiert. Zum Beispiel Lamar von GTA 5. Der sollte ja eigentlich sogar der Hauptprotagonist werden. Oder sollte, glaube ich... Irgendwie in irgendeinem DLC sollte er eine Hauptrolle spielen. Ich habe das mal irgendwo in einem Video aufgeschnappt. Vielleicht irre ich mich da auch. Aber ich meine mal gehört zu haben, dass Lamar bei GTA 5 eigentlich eine viel wichtigere Rolle spielen sollte, als er im Endeffekt hat. Ich weiß aber jetzt auch gar nicht, warum er das nicht gemacht hat. Und ja, das ist natürlich... ich kann da hinten reinfallen. Ist natürlich schwierig, wenn man dann... Das heißt schwierig, aber es ist auf jeden Fall... Macht einen natürlich so ein bisschen neugierig, was daraus geworden wäre. Hey Tommy, you coming in for a warm-up? Maybe later, babe. Ja, und ich muss auch sagen, jetzt gehen die da rein und lassen sich bumsen. Ehre. Wow, cool shark. Ja, das es gibt halt viele Characters, die so nebenbei immer so ein bisschen erscheinen in den ganzen Teilen, die ich auch ziemlich interessant fand. Zum Beispiel Ryder. Bei GTA San Andreas fand ich immer mega cool. Ich habe ihn so geliebt, so seine Attitude und so, es war mega nice. How's filming going, Steve? Well, Candy is a natural. And that new girl, she's insatiable. She went through half the cast and crew before I even took a light reading. Anyway, hey, tomorrow we're going on location to shoot the boat scenes. Boat scenes? What boat scenes? The fishermen are in the throes of passion when the giant shark comes in. What'd I say about the giant shark? I said, no giant shark, all right? Just keep the cameras pointed at the poontang. Okay, okay. Hey, Tommy, you guys got to try, right? Get those flyers printed up.
Yeah, but nobody's gonna let us distribute those things. I mean, they're just too, they're unimaginative. You don't worry about that. I've got my own ideas for distribution. Okay. Hey, Candy, in my trailer. Ja, will sie jetzt erstmal ballern. Ja, Lance Vance fand ich auch immer ziemlich interessant. Ich hätte richtig geil gefunden, hätte man in GTA Vice City Stories nicht seinen Bruder gespielt, sondern ihn. Andererseits ist auch völlig in Ordnung. Also, ich meine, ich fand Vic Vance jetzt auch nicht schlecht. Was ich ziemlich cool fand, ist, dass man über Tony Cipriani in GTA Liberty City Stories wirklich mal so ein bisschen hinter diese Salvatore-Story. Oh, oh, nein, 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 nein! Oh, oh, oh mein Gott! Hey, hey, hey. Wasser ist Gift! Oh Gott. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier das mit dem Flugzeug machen. Hier steige ich auf. Ich versuche gerade aufzusteigen. Ah, sehr gut. Ja. Oh lol, da gibt es einen Tankinhalt. Egal, das wird schon passen. Genau, und das fand ich, also zum Beispiel, da haben sie es echt gut gelöst. Also, dass sie da quasi, wenn es jetzt nochmal so ein San Andreas Stories geben würde, hätte ich es auch mega gefeiert. Wenn man dann irgendwie mal die Sicht von Cesar Villalpando oder von einem anderen Typen von der Grove Street oder sowas gezeigt hätte. Ihr könnt ja auch mal euch so Gedanken dazu machen, wen ihr interessant fandet. Bei GTA 4, muss ich sagen, hatte ich diesen Moment, glaube ich, nicht so. Aber selbst da haben sie es ja auch gemacht. Selbst da haben sie es ja sogar auch gemacht. Mit The Lost and Damned, diesen DLC, und The Ballad of Gay Tony mit Luis. Das fand ich auch richtig cool, das DLC. Also das DLC mit dem Gay Tony, das fand ich richtig nice. Das Biker-Ding, ja. Ja, ist okay. Bruder, da muss ich hoch. Das Biker-Ding fand ich auf jeden Fall okay. Muss aber sagen, ich bin eigentlich gar nicht so der Biker-Fan. Ich habe jetzt zwar Sons of Anarchy geguckt und ich fand die Serie auch ganz cool. Aber so Biker fand ich irgendwie, ich weiß nicht, Motorräder haben mich auch bisher nie so wirklich geschockt. War nie sowas, wo ich jetzt sagen würde, hui, das ist aber was Schönes. Aber, ja gut, das muss ja jeder für sich entscheiden, ob er jetzt Motorräder mag oder nicht. Wenn, dann bin ich eher so der Autotyp. Aber Autos interessieren mich auch nicht so wirklich. Also, ich fahr... Bruder! Ich fahr gern... Warum ist der da runtergegangen? Ich hab's nicht mal... Shit, ich muss hier drehen. Autos haben mich nie so wirklich interessiert. Ich glaube, ich hatte die höchste Höhe erreicht, ne? Scheiße, Bruder, scheiße. Eieiei, also das ist ja wirklich nicht so einfach, wie es für euch jetzt wirken mag. Eieiei. Ich muss mich echt ein bisschen konzentrieren. Jetzt habe ich vergessen, was ich gesagt habe. Scheiße. Naja, jedenfalls. Achso, Motorräder und Autos. Es gibt so ein Auto, das ich immer gerne mal fahren würde. Und das ist auch wirklich, glaube ich, kein besonderes Auto. Aber ich fand immer den Ford Mustang ziemlich nice. Der Ford Mustang war für mich eigentlich immer ein schönes Auto. Und ich mag sowieso eher amerikanische Autos. Also da kann ich mich auf jeden Fall. Da kann ich mich auf jeden Fall outen. Ich finde amerikanische Autos teilweise echt ziemlich nice. So vor allem so Cadillacs. Da sehe ich mich. Ja. Cadillacs sind nice. Oder Chevys finde ich auch nice. Ich mag tatsächlich auch so ein bisschen größere Autos, so SUVs. Finde es aber total unnötig, wenn man sich in einer Großstadt so ein SUV holt. Also warum macht man das? So, in der Stadt fahren so viele Autos rum und dann sind da immer die ganzen Leute, die dann einfach sich so eine Art Gelände, so ein Stadt-SUV, es sind ja wirklich schon, ist ja schon ein Trend gewesen, ne? So ein Stadt-SUV holen. Fand ich immer so ein bisschen übertrieben, weil die sind immer so große Autos. Mein Vater hatte auch mal so einen, ich glaube von VW. So ein Touareg, glaube ich, heißt der. Ich kenne mich auch mit Autos gar nicht aus. Es war ganz witzig, als ich meinen Führerschein damals gemacht habe. Musste ich dreimal in die Theorieprüfung. Also,
musste dreimal in die Theorieprüfung, weil ich immer scheiße beim Lernen war. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr jetzt irgendwie Student seid oder so. Ich war immer kacke im Lernen. Ich hatte nie so wirklich Bock zu lernen auch. Und ich habe selbst für mein Abitur nicht wirklich gelernt. Ich habe mich da so wirklich so, für Bio habe ich mich so einen Tag hingesetzt. Für Englisch habe ich mich so gut wie gar nicht hingesetzt. Also bitte nehmt euch jetzt nicht zum Vorbild, wenn ihr jetzt gerade im letzten Schuljahr seid oder sonstiges. Und was hatte ich noch? Wo hatte ich denn noch Prüfungen? Ich hatte Biologie, ich hatte Englisch. Was hatte ich noch? Hatte ich Deutsch? Muss man sich in Deutsch prüfen lassen? Deutsch hatte ich mündlich, genau. Und in Bremen war es damals so, ich weiß nicht, ob das bundesweit so ist, aber du konntest, du musstest dich nicht in Mathe prüfen lassen. Du musstest nur eine Naturwissenschaft nehmen. Also entweder Physik, Mathe, Chemie oder Biologie eben. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Damals, scheiße! Zu meiner Zeit war es auf jeden Fall so, dass man sich das aussuchen kann. Ich weiß auch gar nicht. Ich war auch noch einer, hatte ich glaube ich schon erzählt, ich war auch einer, der noch 13 Jahre sein Abitur gemacht hat und der Jahrgang nach mir dann nur noch 12 Jahre. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Achso, ich bin schon fertig. Irre. Es gab ja dann auch irgendwann diese Ganztagsschulen und sowas. Und ja, also von daher, Amener Kojon. Ah, bin ich da ganz entspannt. Ich glaube, die erste Mission war echt die schlimmste. Dann kommt auch die mit dem Motorrad dann hinterher, ne? Ja, Leute. Das war mal so eine Folge, wo man so ein bisschen... Oh, come on. Sonny. Obviously you are suffering from hearing problems, so I'll try again. Where's the goddamn money? Where's the goddamn stuff? And where's my gun or your new action? You are making an idiot out of me, Tommy, and I'm not laughing yet. Also Sonny wird langsam sauer, ne? Ja, war mal so eine kleine Mixed-Folge. Wenn ihr wollt, dass ich mal so ein paar mehr Fragen einfach beantworte, dann schreibe ich mir die gerne auf und dann mache ich das auch gerne. Tut mir leid, dass es jetzt so ein bisschen holprig war. Wie gesagt, ich habe nicht so viel gepennt die Woche. Ich wollte die Folge aber nicht ausfallen lassen. Nächstes Mal bin ich wieder ein bisschen konzentrierter, aber was entschuldige ich mir, ist eh mein Kanal. Entweder ihr guckt es oder ihr guckt es halt nicht. Ja, und wann ich das andere Video mache, weiß ich noch nicht genau. Wird wahrscheinlich demnächst irgendwann kommen. Ich muss jetzt sowieso mit dem Kanal mal so ein bisschen auch hier mit den Leuten im Management reden, weil jetzt jedes Video wird geclaimed. Also ob jetzt hier Musik gespielt wird oder nicht. Dieses Video bin ich sehr gespannt, weil hier wurde, glaube ich, wirklich gar kein Song gespielt. Ob das wieder geclaimed wird, ist auch nicht so wichtig. Klar, irgendwann möchte ich auch mit diesem Kanal so ein bisschen Geld verdienen, definitiv. Aber das ist jetzt nicht mein Fokus. Mein Fokus ist natürlich auch hier, Dinge zu erzählen. Aber langfristig gesehen wäre es natürlich schön, wenn die Arbeit in Anführungsstrichen auch belohnt würde. Aber was erzähle ich das? Danke fürs Einschalten. Bis übermorgen. Oder bis die Tage. Oder bis irgendwann. Habt einen schönen Tag. Adieu.